Aber das weiß ich noch, wie die Zettler die oben waren im Schafhaus. Weißt du, gegangen auf dem Schafstall? Ja, ja, bei uns lieber. Also, es war ja furchtbar. Ja, das weiß ich schon noch. Von jetziger Alwanger Straße ist rausmarschiert. Und sind beim Schwarzenbruch in dem Schafstall drin gewesen. Der steht heute noch hinter der Küche. Das ist gar nicht machbar fast. Die waren ja bloß einen Tag da. Bis auf den Tuch. Nein, die haben einen Tag und über Nacht sind sie einmal gewesen. Und da haben noch die Bausfrau. Ja, mit Kartoffeln haben wir gemacht. Mit Kartoffeln und also die Mutter von ihr hat Kartoffeln und andere Landwirtsfrauen genau. Es war gebraucht. Und die hätten es aber gar nicht gegeben, dass wir hin. Klage und die Kerle sind so da gestanden, haben so zittert, haben eine Kartoffel mit der Samtschale gegessen und auch haben die noch mit den Priegel auf den Finger aufgeschlagen. Lobbergsendl, ja. Das ist ja unmöglich. Und am anderen Tag noch, hat mein Bruder, mein älterer Bruder, mit den Pferden ein Teil reingeführt, weit rein, bald bis nach Wallerstoi. Die, die nicht laufen konnte, hat er geführt auf dem Milchwagen. Die haben mich laufen können, die waren so runtergekommen. Ja, da sind die Buben rumgesprungen. Mich jetzt halt auch sehen will. So, 100 vielleicht nicht ganz. Die sind zu bald nicht mehr laufen. Da sind gleich 6 oder 7 Stück sind da eingegangen, so, beim Schwarzenbruch, in der Schafstall. Und die sind ja wach gestanden, wie das keiner durchgegangen ist. Und dann hat sich noch herausgestellt, dass einer. Eingang ist da, wo früher die Kapelle stand. Ist. Dann hat es den liegen gelassen und dann hat dann die ehemalige SS und die Nazi, die haben den nachgezogen ins Tal, da wo die Bombenstation ist, da, die Wiese hat uns gehört. Und das haben wir dann erst gemerkt, wo wir das erste Mal wieder im anderen Jahr heimgemeiert haben, dass da so ein Mulde drin ist. Und dann haben sie es dann auch ausgraben müssen. Die Nazis haben es ausgraben gewesen. Und die, die gestorben sind, die sind immer Stäuber reingegraben worden. Das war damals ein kleiner Stäuber. Der hat doch Gemeinderäte gehört. Und da haben die die nachgeschmissen, da war ein kleines Weihle drunter. Und wir sind da, wir Buben, also ich oder vom Mannsäuer, der ist jetzt aber auch schon gestorben. Wir sind da zufällig angekommen, da sind zwei habe ich gekannt von den Nazis. Die haben die ausgraben und haben sie 6 oder 7 Stück sind die da, haben sie da angelegt und die sind noch geholt worden. Die hat alles, was noch bei der Partei war, die haben das ausgraben gewesen. Es sind auch schon 4, 5 Mann gewesen. Aus, und die sind andere, die Amis sind da noch gestanden mit der Pistole auch so. Und jetzt haben sie sich hier nebeneinander angelegt und eingewiedelt und dann sind sie geholt worden. Und da, wo wir die Überreinigung gemacht haben, haben wir ein großes Plakat aufgestellt aus Holz. Und das ist natürlich verfault. Und die Stadt hat das Ding aufgefüllt. Ich habe das sogar noch heimgeholt zu mir, das kann man schon nicht mehr lesen können. Aber das war angefault und verwittert, vielleicht 10, 12 Jahre gestanden. Und ich habe es dann auch nicht mehr aufgegeben. Ich habe es lange aufgegeben, aber ich habe es auch nicht mehr aufgegeben. Aber mich hat es nachher gekriegt, die hätte es aufheben sollen. Man hat nicht mehr das lesen können. Ich habe es schon aufgegeben, 10 Jahre lang. Und dann haben wir es halt auch zusammengesägt. Die haben die gestreifte Aussieger gekriegt. Alle, die Kerle haben, die nicht mehr schwätzen können, mit Viech. Und dann haben die den Schieber aufmachen wollen. Dann hat er mit einem Priegel die Kerle auf Finger aufgeschlagen, dass da gar nicht mehr viel Blut kommen. Oh, das war ja Katastrophe. Ja, wir waren alle 12 Jahre alt, wir sind ja schon 30 Kind. Wir haben halt auch gesagt, das ist Gott, wir haben Kinder, das sind auch heim. Da sind wir nicht schlafen können nachts. Mit 11 Jahren. Oh, das war furchtbar. Das ist unser Vater, der hat da gesagt, der hat gesagt, geh heim und bring etwas. Der bringt etwas, ja. Der ist ja nicht leiden am Hunger. Und dann hat er die, der hat es geschumpfen. Ja, weil die den auf Finger aufgeschlagen haben, wo der da die Kartoffel rausgelangt hat. Das war ein alter Tier, wo nicht mehr ganz zugegangen ist. Und dann hat er zu dem gesagt, so mein Schwiegervater gesagt, wenn die kleine Gosse schon verschwindet, kommst du dazu, ne? Ja, ja, das hat Papa immer noch erzählt. Ja, so ist das gewesen.